Hallo, liebe Zuschauer, mein Name ist Christian Stegel und ausnahmsweise ist es heute nicht Freitag, sondern es ist Donnerstag, der 22. August. Und ich ziehe die DAX-Analyse vor, denn morgen Abend bin ich nicht da. Und damit Sie was in der Hand haben, mache ich den Film jetzt schon. Die Aussage des letzten Filmes war: technisch durchaus Chancen 11.650 und 11.850. Tja, 11.853,14 war das Hoch, was wir heute gemacht haben. Also ich habe mich da geirrt um 3,14 Punkte. Frechheit. Ja. Wir haben Kontakt aufgenommen mit der 20-Tage-Linie. Das ist meistens das Ziel. Oftmals das Ziel, wenn wir vom unteren Band hochspringen, ist das so eine Art Korrekturpotenzial, unabhängig von irgendwelchen Fibonacci-Linien. Jetzt zeige ich Ihnen mal den DAX ein bisschen länger. Das hier ist der Aufwärtstrend bis Juli. Und jetzt haben wir eins gemacht. Wir sind ja dieses Low vom Juni, das haben wir ja unterboten. Das heißt, der Aufwärtstrend an sich ist nicht mehr bestehend. Das hat der Dow Jones übrigens nicht gemacht. Beim Dow Jones liegt dieses Tief hier bei 24.700 und das hat er auch in den letzten Tagen und Wochen nicht gesehen. Der ist nicht hier drunter gegangen wie der DAX. Das heißt, wir haben zwei völlig divergierende Märkte. Ich hole es dann wieder zurück. Die Fibonaccis nehme ich auch mal raus. Ich glaube, die brauchen wir heute hier nicht. Die werden nicht sehr viel weiterhelfen. Was wir brauchen, ist dieser Balken hier. Die Idee mit der 11.850 basierte darauf, dass ich dann verfolge, wie weit geht die 20-Tage-Linie runter und wo verbindet sie sich mit irgendwelchen wichtigen Chartpunkten. Und das hat sie getan. Deswegen hat das ziemlich gut gepasst. Wir stehen jetzt hier ein bisschen vor einem Problem. Wir sind in der Mitte der Bänder und haben heute hier am Donnerstag den Tag mit einem Inverted Umbrella Doji geschlossen. Das ist nicht gut. Dieser Widerstand, den sehen Sie hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und heute fünfmal. Kommt aber auch von hier oben. Das war Anfang August. Es gibt hier noch ein Gap, das liegt bei 11.872, das gilt immer noch als offen. Das sind rund 19 Punkte, das ist für mich außerhalb des Toleranzbereichs, der liegt bei mir so bei 5 Punkten. Also dieses Gap ist noch offen. Unten haben wir ein Gap hier, das ist von Mitte August und das liegt bei 11.562. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir hatten also diesen Hammer, hier haben wir ausgenutzt und wir sind dann hoch bis in diesen schraffierten Bereich rein. Den darf er auch ausfüllen. Das ist völlig in Ordnung. Der darf locker hochgehen bis 11.872. Wirklich interessant wird es, wenn er drüber geht. Aber das sehe ich momentan nicht. Bei mir ist es so, dass das MACD immer noch, na sagen wir mal, eher im Neutralbereich momentan ist, aber der Oszillator schon leicht zumindest wieder in die Horizontale geht. Vor diesem Hintergrund und vor dem Frust, den wir hier haben, dass wir jetzt zum fünften Mal diesen Bereich von 11.850 nicht mit Schlusskurs überboten haben, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass wir in den nächsten Handelstagen, sagen wir mal so bis Mittwoch, Donnerstag, eher wieder um die 200-Tage-Linie oszillieren. Da sind wir hier so bei 11.658. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht so viel, aber ich sehe momentan keinen, sagen wir mal, internen Grund, warum wir hochgehen sollten. Ja, natürlich mit Fett und allem, ja klar, die Minutes waren da, irgendwelche Leute sprechen da auch noch und das kann sich alles jeden Tag ändern. Klar, aber rein von der Technik her haben wir das Potenzial voll ausgeschöpft bis zur 20-Tage-Linie. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier in dieser Bewegung hier weiter hochgehen. Ich muss eher davon ausgehen, dass wir hier runterkommen und vielleicht sogar dieses Gap schließen bei 11.562. Das ist so für die nächsten 3-4 Tage mal meine Denke. Ich habe Ihnen ein paar Scheine mitgebracht. Und momentan ist der Markt, das ist ein sehr, sehr schöner Trading-Markt, auch Intraday. Macht richtig Spaß. Für Endanleger müsste ich sagen, ich darf erst positiv werden, wenn wir die 11.920,30 überboten haben mit Schlusskurs. Dann hat er nochmal eine Chance auf die 12.200, aber vorher nicht. Aber für Trader ist das die schönste aller Welten, auch was Einzelwerte angeht. So, ich habe Ihnen zwei Scheine rausgesucht. Der eine ist dieser hier, 11.542. Damit liegen wir unter diesem Bereich, diesem Mini-Boden hier, den wir hier haben, von 11.612. Damit liegen wir also ungefähr hier. Das Gap
war 11.562, sogar noch ein bisschen drunter. Das ist diese Basis hier von Goldman Sachs, das ist ein Open-End-Schein, der also jeden Tag seine Basis verändert. 11.542,44, wenn Sie es genau wissen wollen. Jetzt, das hat einen 55er Hebel. Das ist die Kennnummer GBOUD5. GBOUD5. 11.542er Basis. Das ist aber schon eine Hardcore-Option, muss ich wirklich sagen. Die ist sehr nah dran. Was ich den eher konservativeren Anlegern von Ihnen empfehlen würde, ist drauf zu schauen, wenn wir also hier deutlicher jetzt hier runtergehen, eine Option, die hier unten drunter liegt. Da komme ich auf einen 35er Hebel und das wäre dann zum Beispiel sowas hier. 11.427. Das ist ebenfalls von Goldman ein Open-End-Schein, im Moment mit dem Hebel von 36. Und das ist die Kennnummer Gustav Bartha 0 UEH, GBO, also GB0 UEH. Das wäre diese Geschichte. Beim Put kann ich es mir einfacher machen. Den möchte ich gern hinter diese schraffierte Linie setzen, aber schon mit ein bisschen Distanz. Also gehe ich hier auf Short. Erhöhe den Hebel, in diesem Fall ist es jetzt 64 und das ist eine Basis 11.937,74. Der liegt also noch dahinter. Spätestens da, wenn wir darüber gehen, muss ich mich stoppen, weil wir dann vielleicht das Terrain zurückerobern. Sehe ich aber momentan nicht. Das ist von Goldman Sachs die Kennnummer GB0FKQ. GB0FKQ. Also, ich denke schon, dass da eine ganze Menge Frust drin ist, vor allen Dingen nach dem heutigen Tag, weil wir auch so schnell wieder nachgegeben haben. Ich wüsste jetzt nicht, was die Nachricht sein sollte, die uns da drüber treibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir kurzfristig eine Pause haben. Die Technik zeigt es auch schon leicht an. Wir haben das Soll erfüllt mit Erreichen der 20-Tage-Linie. Im Moment ist es kein Long für mich hier. Wenigstens mal 4-5 Handelstage abwarten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.